durch Portugals Hauptstadt Lissabon schlendern, in diesem Jahr ein eher riskantes Unterfangen. Denn auch hier steigen die Infektionszahlen so rasant, dass das Auswärtige Amt eine Reisewarnung herausgegeben hat. Sorge bereiten vor allem die europäischen Ballungszentren, in denen sich das Virus stark ausbreitet. Auf die Liste der Risikoregionen wurden deshalb am Abend weitere Gebiete in 11 EU-Ländern genommen, darunter Lissabon und Dublin sowie die französischen Regionen Bretagne und Normandie, Utrecht in den Niederlanden, die Region um Kopenhagen, das Vorarlberg in Österreich, Teile Sloweniens, Rumäniens, Ungarns und Kroatiens sowie fast ganz Tschechien. Das heißt zwar nicht, dass Reisen dorthin verboten sind, aber Rückkehrer haben sich kurz vor oder nach der Einreise nach Deutschland testen zu lassen und die Möglichkeit, kostenlos zu stornieren. Am besten gar nicht verreisen. Die ersten Politiker formulieren diesen Wunsch bereits, so der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther, der sich um die bislang noch recht guten Infektionszahlen in seinem Bundesland sorgt. Verzichten Sie bitte auf einen Urlaub in den Herbstferien. Sagt das ausdrücklich, kann jeden verstehen, dass man mal raus will. Aber wenn man sich die Lage anguckt, so sicher wie in Schleswig-Holstein, werden Sie kaum eine Region finden. In Israel soll der seit einer Woche geltende Lockdown noch einmal für die kommenden 14 Tage verschärft werden. Es gelte, zahlreiche Leben in Israel zu retten, so Ministerpräsident Netanyahu. Eine Tiefgarage in der Küstenstadt Haifa wurde zu einem unterirdischen Krankenhaus umfunktioniert. 770 Patienten können hier bei weiter steigenden Covid-19-Fällen behandelt werden. Und in Frankreich hat die Regierung für die südfranzösische Hafenmetropole Marseille die maximale Alarmstufe ausgerufen. Alle Bars und Restaurants müssen dort ab Samstag im Kampf gegen das Virus erst einmal schließen für die kommenden 14 Tage. Wirklich. Ja, verreist ihr in den Herbstferien? Wenn ja, wohin? Und halt in Deutschland oder halt im Ausland? Also, ich bleibe in den Herbstferien zu Hause. Verreise nicht in den Herbstferien.